Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu den Gartenarbeiten im Mai 2021. Im heutigen Video ernten wir etwas vom Spinat hier unter dem Folientunnel. Wir beschäftigen uns näher mit dem Thema Rhabarber-Auspflanzen und Rhabarberpflege. Außerdem wird Brennnesseljauche angesetzt und vieles mehr. Lasst euch überraschen und ganz viel Spaß mit diesem Video. Zuallererst, ja, mal den Folientunnel hier lüften und die Geschichte darunter anschauen. Wir haben ja nicht nur Spinat darunter, sondern auch Kohlrabi. Beim Spinat handelt es sich um die Sorte Verdil, der wird auch Winterriesenspinat genannt. Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Zuallererst schauen wir uns die Geschichte aber mal in der Detailansicht an. Wir sehen hier unsere Kohlrabi, die sind teilweise doch ganz gut am Wachsen. Hier bei den zwei vorderen aber ordentlich Schneckenfraß, also bei uns sind sie jetzt im Garten wieder unterwegs, falls ihr da was unternehmen wollt. Klar, es wurde ein bisschen eigeng ausgesät und im späteren Verlauf vor allem nicht mehr vereinzelt, aber ich kann mich auf die Ernte von ein paar Baby-Leaf-Spinatblättern auf jeden Fall freuen. Der Spinat geht hier so langsam auch in die Blüte. Man sollte Spinat grundsätzlich ernten, wenn er noch nicht in die Blüte gegangen ist, da blühender Spinat so ein bisschen ja, bitterer schmeckt. Und man sollte natürlich auch die letzte Düngung bei der Ernte oder vor der Ernte, ja, die sollte 2 bis 3 Wochen, ich sag 4 Wochen zurückliegen, da Spinat ordentlich Nitrat anlagert in seinen Blättern. Oder beim Spinat einfach sogar auf die Düngung verzichten, auf eine zusätzliche, allzu viel Futter braucht er nicht. Ja, wenn man den Winterriesenspinat oder Verdil im Herbst aussät, ja, dankt er einem die Aussaat mit schnellem und zügigem Wachstum, großen, kräftigen Blättern, auch einer ordentlichen Rosettenausbildung. Wir haben so eine mittelgrüne oder vollgrüne Farbe. Und ja, im Frühjahr ja, geht er dann wohl doch mal ab und zu schneller in die Blüte als gedacht. Der Folientunnel wird aber auch seinen Teil dazu beigetragen haben, da wir eben so ein paar warme Ausreißertage hatten, da mal wieder sehr kälte Nächte. Ja. Nichtsdestotrotz freue ich mich über die kleine Ernte und der Rest hier vorne jetzt beim Kohlrabi wird schon mal ja, entwurzelt und abgedeckt hier als Mulch. Im weiteren Verlauf, wenn man so Spinat peu à peu aberntet, kann man natürlich von außen nach innen wie bei Salat abernten. Ja, und was haben wir geerntet? 240 Gramm sind es geworden. Erste Mai-Ernte im Garten, tipptopp, ich bin zufrieden. Folientunnel wird aufgeräumt, der kommt später wieder zum Einsatz. Und hier hinten haben wir noch was ganz Besonderes auf dem Plan, ja. Ich habe so einen Topf bekommen, der wirkt irgendwie wie so ein Steinzeugrohr, also ja, so gebrannte Keramik. Leute, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Falls es jemand weiß, wie man es genau bezeichnet, aus was es ist, wie es aussieht, gern unten einen Kommentar da lassen. Ja, auf jeden Fall hat der Kalk da draußen ordentlich gestaubt. Erstmal Mundschutz aufziehen und dann ein bisschen abbürsten. Ja, die Optik ist jetzt im Garten, ich sag's gern. Kopst wie gesprungen, also interessiert mich nicht so arg, aber irgendwie wollte ich schon ein bisschen sauberer haben und der Look ist eigentlich auch echt, echt cool. Ja, ein Abfluss hat das Ganze nett, aber ich habe auch was ganz Besonderes vor, da drin anzubauen. Ich verrate euch schon mal so viel, ist eine Pflanze, die findet man eher in asiatischen Gefilden, wächst da ganz gerne wild an Flussufern. Hier haben wir mal ein paar Bilder aus der Anzucht. Ich glaube, ich habe es aber sogar schon mal im Video auch erwähnt oder gezeigt. Botanisch gehört die Pflanze zur Gattung der Prunkwinden, also unter anderem auch mit den Süßkartoffeln verwandt. Sehr, sehr spannend. Ja, unsere Radieschen, die wir vor ein paar Tagen ausgesät haben, kommen auch schon hoch. Ja, das ist jetzt kein allzu großes Wunder. Wo man auch keine allzu großen Wunder mehr dieses Jahr erwarten, ist unser Rhabarber, unser neuer Rhabarber, den wir pflanzen werden. Und zwar genau hier drüben. Rhabarber, lateinisch Reum Barbarum, die Barbarenwurzel, Reum, Wurzel, Barbarum, ausländisch fremd bzw. barbarisch, ja, ist ein knöderich Gewächs und auf jeden Fall eine Dauerkultur, wie man hier sehen kann. Unser Rhabarber ist es noch nicht so groß und hat nicht so ordentliche, armdicke Stiele gemacht, wie man es mal gewohnt ist, aber bisher bin ich mit dem Wachstum echt zufrieden. Unser Rhabarber ist, wie schon gesagt, eine Dauerkultur. Und eben keine einjährig kultivierbare Gemüseart. Das sollte man auch bei der Standortwahl hier beachten. Unser Rhabarber, der möchte ein Standort, der humusreich ist, nährstoffreich. In freier Natur wäre es ein feuchter Auenboden. Bei uns im Garten bevorzugt er einen möglichst nahrhaften und gleichbleibend feuchten Standort. Der muss auch auf gar keinen Fall in der vollen Sonne stehen, sondern es geht auch absolut ein halbschattiger Platz, den ich hier gefunden habe. Ja, und hier habe ich jetzt was sehr Interessantes, da habe ich mal einen kleinen Versuch gemacht. Ich habe jetzt leider keine Vorher-Nachher-Bilder, aber glaubt es mir einfach, hier habe ich im Dezember letzten Jahres die Schalen von Garnelen verbuddelt. Die waren nicht gekocht, sondern roh. Ich habe sie einfach mal hier rein, 20 cm unter die Erde.
und schaut her. Die Stinkenwälder oder sonst wie sind komplett von Wurzeln zerzogen oder durchzogen und lassen sich auch schon zerbröseln. In Hawaii macht man das ganz gerne, dass man da ja die Reste von Meeresfrüchten bzw. von allem, was man irgendwie verwertet, mit aufs Feld gibt als Mulch oder auch mal verbuddelt, um ein Pflanzloch vorzubereiten. Das habe ich auch mal so ein klein bisschen ausprobiert. Wird vielleicht auch ein Projekt für die Zukunft. Ja, unser Pflanzloch jetzt für den Rhabarber hier, das werden wir ein klein bisschen mit Kompost aufwerten. Man kann den Rhabarber vor dem Auspflanzen auch nochmal in Wasser legen. Hier aber vorsichtig sein, dass es den ganzen Ballen hier nicht zerstückelt danach, wenn er nicht gut genug durchwurzelt ist. Kompost kommt ins Loch, wird ein bisschen verteilt. Ein klein bisschen Pflanzerde machen wir auch noch zur Aufwertung dazu. Und dann forstig unseren Rhabarber reinsetzen. Wir setzen ihn natürlich auch hier ebenerdig ein. Das Herz soll jetzt nicht allzu arg über dem Boden sein und auf ja, keinen Fall natürlich auch jetzt hier beim Pflanzen unterhalb des Substrates. Die Geschichte wird ein klein wenig festgedrückt. Wir machen natürlich auch noch einen kleinen Gießrand und dann wird natürlich noch angegossen. Wenn es jetzt momentan trocken ist, ruhig den Rhabarber mal gießen ab und an 10, 20 Liter. Darüber freut er sich ganz, ganz arg. Wichtig hierbei ist, die Hauptwachstumsphase ist im Mai und im Juni und den neu gepflanzten Rhabarber bitte nicht unbedingt im ersten Jahr beernten, wenn möglich erst im zweiten oder noch besser im dritten Standjahr. Dann ja, kann er schon mal ordentlich Energie reinstecken, weiter wachsen, sich teilen und so weiter und so fort. Und natürlich auch ja, genug Platz hier für den Rhabarber einpflanzen. Das Beikraut, Unkraut, das kommt hier bei mir im Garten momentan ab und an hier auf den kleinen Haufen. Das verrottet und verwittert relativ schnell, ist auch noch so als Schneckenablenkungshaufen gedacht. Und ja, in der Ecke darf wachsen, was will. Unter anderem wachsen hier auch Brennnesseln. Und ja, wenn man sie richtig erntet, tut es nicht weh. Oder was heißt wehtun, es bitzelt so ein klein bisschen. Aber schaut euch mal die Stacheln hier von den Brennnesseln an. Also ja, ist relativ schwer, hier das hinzubekommen, sich nicht zu bitzeln. Die Brennnesseln werden auf jeden Fall bei mir geköpft. Ich schaue, dass hier keine Wurzelstücke oder Rhizomstücke drin sind. Und für die Brennnesseljauche braucht man natürlich noch ein klein wenig mehr. Die Geschichte wird mit Wasser übergossen. Ich mache immer so ein Eimerchen voll mit Brennnesseln und ja, mache den eben voll mit Wasser. Wo habe ich die Brennnessel her? Die habe ich hier im äußeren Gartenbereich. Wachsen die am Zaun, wo die Himbeeren sind. Zusammen vergesellschaftet mit Gundermann. Ja, Pflanzenjauchen, allgemein viel Kalium und Stickstoff für die meisten Pflanzenarten geeignet. Dann haben wir noch beim Wasserholen den Freund oder die Freundin hier entdeckt. Zuallererst habe ich gedacht, Maikäfer, bei genauerem Hinsehen und auch jetzt beim Nachkommentieren und Betrachten der Bilder, kann man aber erkennen, das hier müsste ein Junikäfer sein. Ich wollte ihn oder sie dann ein klein wenig beobachten, wo es hingeht. Ja, geflogen ist nicht worden, zu Fuß aber sehr gut unterwegs. Leider habe ich ihn dann relativ schnell aus den Augen verloren. Aber zurück zu unserer Brennnesseljauche. Um den Geruch, der bei der Gärung entsteht, so ein klein wenig abzubinden, kann man ein bisschen Gesteinsmehl reinmachen. Ich habe jetzt ein klein wenig zu Anfang rein und ein bisschen kommt dann nochmal nach ein paar Tagen, wenn die Gärung ordentlich in Schwung gekommen ist. Man kann das Ganze, um es zu beschleunigen, auch noch ein bisschen einstampfen oder auch die Blätter vorher ein klein wenig zerschneiden. Wenn jetzt mal ein bisschen Beikraut oder Unkraut drin ist, ist nicht schlimm, solange kein Wurzelwerk und Rhizomstücke drin sind. Und die ganze Geschichte wird nochmal bedeckt, dass keine Tiere reinfallen können. Ja, unsere Meisen sind auch kräftig unterwegs und ich habe mich da auch mal auf den Weg gemacht nach Hause. Das war's von diesem Video. Wenn es gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen, Kommentar da lassen, Video teilen und so weiter. Dankeschön von Herzen. Max, Spinat nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.